Heyo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idion und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Zootour hier bei Planet Zoo. Den Zoo, den ihr gleich sehen werdet, ist nicht besonders groß. Doch die Details, die hier verbaut worden sind, habe ich so auch noch nie gesehen. Das, was hier so verbaut worden ist, ist eine wahre Inspiration. Doch vielmehr direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Zootour. Wir schauen uns heute den der Island an. Also hier steht zwar der Baby Challenge Zoo dran, das ist aber falsch. Im Workshop bzw. hier auch im Eingang sieht man, dass es auf jeden Fall anders heißt. Es ist nicht groß, es ist auf jeden Fall nur dieses Gebäude hier vorne mit ein bisschen Außenbereich. Aber es ist wunderschön bebaut und den schauen wir uns natürlich heute an. Der Erbauer hat hier definitiv den Zoo mittendrin erbaut. Also nicht hinten an dem normalen Spawnpunkt, sondern eigentlich hier. Das ist einfach mittendrin in der Karte. Aber ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm. So wie Busline 9¾. Also ich denke mal, das hat irgendwie so ein Easter Egg mit Harry Potter zu tun. Also das ist jetzt meine Vermutung. So. Hier hat man ein wunderbares Willkommens. Schild auf dem Boden, in verschiedenen Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch und was weiß ich, Belgisch oder keine Ahnung, was es noch alles ist, aber auf jeden Fall ist hier sind hier sehr viele internationale, ja, alles möglich, hier ist alles willkommen. So, wir rennen mal schnell darüber. Der Zaun gefällt mir übrigens, ich kenne den gar nicht. Ach, das ist schon dieser Barrierezaun, gell, der hat einfach nur hier so ein bisschen abgesenkt. Sehe ich jetzt zum ersten Mal, hab coole Idee. Muss ich mir merken. Das ist mal wieder was ganz, ganz Neues. So, wir sind hier am Haupteingang. Und er sieht auf jeden Fall jetzt schon mal richtig spektakulär aus. Vor allem mit diesen Dielen hier komplett seitlich. Die hat er auf jeden Fall komplett durchgezogen. Hier unten ist ein bisschen enger bebaut. Und oben ist ein bisschen weiter auseinander. Sieht aber richtig cool aus. Vor allem mit diesen Wasserfontänen hier. Wunderschön. So, ein paar Bambus als Stütze. Hier hat er ein paar verbogene Bretter eingebaut. Sieht aber auch cool aus. Und ich würde sagen, wir gehen einfach durch die Schiebetür. Es ist aber gar keine Schiebetür, aber egal. Und mal gucken. Also es ist kein ursprünglicher Zoo. Das ist einfach nur richtig wunderschön bebaut, den wir uns auf jeden Fall angucken werden. Und der erste Blick ist echt Wahnsinn. Vor allem die Scheiben oben rum. Boah, wunderschön. Guckt euch das an. Also meine Vermutung ist jetzt, dass hier Elefanten drin sind. Ich habe jetzt zwar noch keine gesehen, aber guckt euch das an. Oh, hier, diese Klippen. Diese Klippen-Style, das sind auf jeden Fall, glaube ich, die von dem Aquatic, die sie hier, diese Teile, die hat er einfach so eingebaut und hier ein bisschen diese grünen Moossteine hinzugefügt. Wow. Und hier schön mit dem Graben nach unten, sehr, sehr realistisch. Gefällt mir sehr. So, hier hat man es nämlich nochmal. Hier hat er noch eine eigenständige Rampe aus diesen Holzdingern gebaut. Aber das müssten, glaube ich, diese Moosplatten sein, die man einfach nur umdreht. Weil untenrum sind die ja aus Holz. Und ich denke mal, das sind die. Anderweitig kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Eine schöne Bambuswand. Dann hat man von hier aus noch einen wunderschönen Blick von oben. Und schade, dass wir immer noch kein Tier sehen. Und dann ist die Frage, wo kommen wir hier hin? Wahrscheinlich nach draußen, oder? Oh, nö. Immer noch nicht. Oh, cool. Ich würde sagen, wir laufen hier einfach weiter entlang, bevor ich jetzt zurücklaufe. Was haben wir denn hier? Schön mit Netzen. Okay, hier ist offen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Oh, ein wunderschöner Kletterpark für Primaten. Aber ich sehe hier jetzt auch keine Tiere. Also es sind auf jeden Fall Tiere da. Das habe ich auf jeden Fall davor gecheckt, bevor ich angefangen habe, die Aufnahme zu starten. Hier oben ist natürlich auch wieder offen. Schade eigentlich, aber wie gesagt, sowas ist echt schwer zu bauen eigentlich.
gehe mal kurz rein, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr. Aber wunderschön für Affen gemacht. Für Kapuzineräffchen oder sowas. Oder für die Katas. Und hier nämlich genauso. Da haben wir schon den Nasenaffen. Das erste Tier haben wir entdeckt. Wunderschön eingebaut. Guckt euch das an. Richtig großer Spielplatz. Also wenn sie sich hier nicht austoben können, dann weiß ich auch nicht. Ich habe diese Seile hier von dem Amerika-DLC noch nie genutzt. Ich weiß nicht warum. Ich habe dafür irgendwie keine Verwendung. Aber hier ist nur einer drin. Hast du vielleicht noch ein paar Freunde? Hier ist auf jeden Fall... das sind sie alle. Hier. Die können hier oben rausklettern. Ah, hier geht es wahrscheinlich nach draußen. Okay, wahrscheinlich sind draußen... alle. Das sehen wir ja gleich. Mal gucken und dann wird es hier wahrscheinlich rausgehen, schätze ich mal. Aber die Frage ist trotzdem, was ist hier drin? Er hat ja definitiv auch keine Informationsschilder hingesetzt. Okay, das ist halt jetzt komisch, aber naja. Okay, ja. Wir kommen nach draußen. Und rechts rum kommen wir wieder zum Haupteingang, schätze ich. Ich gucke einfach mal kurz. Das hier, das sieht Stuff-Only-mäßig aus. Vor allem der... den Boden einfach hier mit Stein bedeckt. Sieht auch cool aus. Ja, Stuff-Only, also... Das interessiert uns nicht. Und hier hat er den Zaun auch noch komplett weiter gebaut. Die Fassade, die ist einfach klasse. Und dann haben wir hier... Speichergrad. Ich hab's doch gesagt. Im Außenbereich sind wahrscheinlich viel, viel, viel mehr. Und man sieht es. Guck mal, er hat sogar hier verschiedene Tierarten zusammengesetzt. Das sind nur Orang-Utan. Hinten sind die Elefanten. Oh, blöde Kiste. Wow, was ist das denn? Für die Mitarbeiter, oder wie? Oh, krass, coole Idee. Ich denke mal, weil die nicht durchs Wasser laufen können. Hier ein schöner Abfluss dazu. Wunderschön. Oh, hier ist, glaube ich, ein Fehler entstanden. Ich glaube, das sieht man von oben nicht. Aber ich habe so ein Gefühl, hier sollten wir eigentlich gar nicht sein. Jetzt laufen wir einfach durchs Gehege durch. Das schauen wir uns auf jeden Fall erstmal gleich von oben an. Ich will den Rest aus einer Ego-Perspektive angucken. Guck mal, hier geht es genauso hoch. Alter, so krass. Vor allem, wenn man das auch sieht, guck mal hier, diese Tore, die hat er alles per Hand gebaut. Und hier diese, wer weiß, wie viele Bambusteile das sind. Und hier diese ganzen Seile dazu. Das muss schon nervenaufreibend gewesen sein. Muss das darstellen, so weiß ich nicht, aber optisch sieht das echt schön aus. Play in Sandbox with Orang-Utans. Alles klar. Kann man hier im Sandkasten spielen und die Affen sollen es dann nachmachen. Wunderbare Fläche, vor allem hier diese Schlafkörbe. Sehr schön. Was soll das hier darstellen? Weiß es leider nicht. Aber echt ein wunderschöner Spielplatz. Also, so Kletterkünste hat der Bau auf jeden Fall drauf. Und hier auch ein wunderschöner Spielplatz. Ich glaube, der hat die Person da oben hingesetzt, damit es nach was aussieht. Aber jetzt hängen die da oben fest. Schöne Rutsche übrigens. Können wir da eigentlich auch hoch? Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, hier hängt schon. Schade. Hier hat er sogar schon die Herausforderungsstatue gebaut mit so einer Angel. Hier eine schöne Rutsche. Mehrere Schaukeln hier nebeneinander. Und was das hier darstellen soll, weiß ich leider nicht. Ja, ich weiß, ihr hängt. Ich kann euch jetzt leider nicht helfen. Hätten wir auf jeden Fall noch ein paar Klettermöglichkeiten. Hier ist auch noch so eine Seilrutsche, wo man hier entlang rutschen kann. Na, was haben wir denn? Oh, Charme soll das Trampolins darstellen. Ich glaube, das soll ein Trampolin sein, oder? So, hier noch ein bisschen. Borneo Beach Play Soon. Ja. Oh, Wippen, guck. Schöne Wippen. Schöner, eigenständiger Spielplatz. Hier das Teil da für die Tiere. Und dann kann man sich hier aus dem Trinken holen und essen. Und dann kann man hier quasi sich ausruhen, während die Kinder auf dem Spielplatz spielen. Eltern-Chill-Zone. Passt auch.
Alter, können die da hoch? Krass. Wo kommen wir denn da raus? Okay, ich komme hier jetzt gerade nicht weiter. Schade. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder runter. Ja. Ich will hier nicht irgendwo hochklitschen, weil sonst muss ich wieder in die andere Perspektive. Das möchte ich nicht. Okay, auf jeden Fall kommt man dann da hoch. Dann kann man komplett um das Gerüst herumlaufen. Alles klar. So, wir gehen weiter. Und mal gucken. Wie gesagt, das ist hier ist auf jeden Fall nicht groß, aber die Details hier, da guckt euch das an. Die Mauer da. Die Details, die er hier eingebaut hat, ist echt krass. Und vor allem sich die Mühe zu machen, hier ständig diese Barrierenzäune hier so zu platzieren. Ist echt nervenaufreibend. Hier ist ein kleiner Fluss noch und er hat es auf jeden Fall durchgezogen hier mit diesen Art Felswänden. Hier hat auf jeden Fall ein paar Netze eingelegt, falls da das Tier reinflieht. Dann wird es definitiv nicht ertrinken. Sehr groß. Hier auf jeden Fall die Orang-Utans, die Elefanten und die Nasenaffen in einem Gehege. Ist der Bildschirm leider aus. Aber echt wunderschön. Vor allem jetzt denkt man hier, das ist ein eigenständiges. Und ist nicht Ionike. Aber ich glaube, die Orang-Utans können nicht hier hin, weil da nämlich das Wasser im Weg ist. Weshalb nur die Nasenaffen darüber können, weil die können ja schwimmen und die Elefanten. Aber da geht es auch eine kleine Treppe ja hoch, haben wir ja vorhin gesehen, weshalb die ja auch dort nicht herunter können. Aber trotzdem sehr schön. Puh, was haben wir denn dort? Der Island. Also wie das aussieht, ist das hier ein riesen Planschbecken. Aber wenn da, ich glaube, das ist einfach nur das Logo. Aber hier geht es nämlich auch nicht weiter. Aber das mal gucken, wie es gleich von oben aussieht. Bin ich echt gespannt. Das Ding wurde so abgesteckt. Auch eine gute Lösung. Dann kommen wir hier kurz nach oben in das Gebäude. Und haben einen besseren Blick auf das komplette Gelände. Okay, das ist ein bisschen riesig, finde ich. Da hätten wir... Achso, ich dachte gerade, die sind Scheiben drin. Ist dem doch nicht so. Und das ist auch übrigens eine coole Idee. Hier, das da. Ich meine, es wäre eher für die Giraffen gut. Okay, für die Elefanten. Ja, die auch. Die können mit einem Rüssel ran. Und dann ist es echt schön. Vor allem die Spielzeuge immer so einzubauen, finde ich auch mal cool. Ich habe das mit diesen Großkatzen, die auch sowas ähnliches, mit so einem Beutel dran auch eingebaut. Aber das spackt dann ja voll rum, weil das Ding da sich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwie Federn, dann fliegt halt ganz der Beutel durch die Gegend. Was weiß ich. Ist halt so. Oh, schön großes Gehege. Aber ich mag diese Mauern. Der hat sogar die normalen Felsen mit eingebaut und allgemein die DLC-Teile und hat einfach sinnlos andere Steine mit reingequetscht, damit es so eine Wand ergibt. Guck mal, der hat sogar das Schabrackentab hier reingemacht, das neue. Cool. Also auf jeden Fall schon mal zwei neue Tiere gesehen. Mal gucken, was da noch alles kommt. Aber Leute, ich habe gerade so ein Gefühl, da hat alle Tiere in einem Gehege reingestopft. So, hier haben wir auch noch einen guten Blick. Durch den Wasserfahren, wunderschön. Die ganzen einzelnen Steine hineingesetzt. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das sieht nämlich richtig krass aus. Wunderschön. Und dann mit diesen Moosstein und hier ein bisschen Gras dazu. Das macht es alles so idyllisch. Und allgemein auch die Wand natürlich. Meistens denke ich, ich habe eigentlich schon alles gesehen, was man so machen kann. Aber dann kommen immer wieder neue Leute, die neue Sachen erfinden, was alles viel, viel besser rüberkommt. Elefantenfütterung. Eingang mit Zugkeeper, alles klar. Aha, quasi die Elefanten stehen da. Kann man das. Ah, guck mal, das kann man sogar aufschieben, gell? So, ich glaube, das soll ein Schloss darstellen. Da kann man das aufschieben und dann kann man von hier aus die Elefanten füttern. Krass. Oh, guckt euch den Schlauch an. Ay, was für ein Detail. Krass. Übel. Bin echt begeistert. Echt krass. So. Ich glaube, hier können die Elefanten hauen. Also es gibt einen Mittelpunkt, wo alle Tiere hinkommen. Und dann gibt es hier Punkte wie hier, wo... Okay, hier, die Affen können auch hin. Aber das, oh, das sieht auch richtig krass aus. Mit diesen Höhenunterschieden, diese Wege dazu. Also die Elefanten, denke ich, kommen hier nicht durch. Ja, auch eine wunderschöne Mauer übrigens. Hier den Baum richtig gut eingebaut mit diesen Holzteilen hier auch, da auch. Wow.
Mal gucken. Was haben wir denn hier? Geht ein Pfad nach unten, okay. Wo geht's denn hier entlang? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sumatra. Boah. Wahnsinn. Also das erinnert mich an einen Badepark. Wahnsinn, hey. Guckt euch die Details an. Okay, die Brücke, die ist ja vorgefertigt, die hat die nur ein bisschen noch mehr eingebaut. Wunderschöner Wasserfall mit dieser Mühle. Okay, hier ist es kein echtes Wasser, da einfach nur blaue Platten hin platziert, aber man sieht, was es darstellen soll. Krass. Dieser Ring. Ich würde nie auf solche Ideen kommen. Ich weiß nicht warum. Guck mal, hier können sogar die Kinder spielen. Ich würde nie auf solche Ideen kommen. Guckt euch das an. Also hier haben Kinder definitiv ihren Spaß. Wir können sie noch ein bisschen an die Wand malen. Also ich bin echt geflasht. Also hier können sie ein bisschen Matsch spielen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Da hätte ich eher das aus dem Australien, die jetzt sie genommen, wo die Dingos gerne drin rumschwimmen. Also so einen kleinen Mini-Schwimmpool. Den hätte ich da genommen. Sumatra River Rhine Blazoon. Also so ein Badepark. Hier haben wir wieder die Eltern-Chill-Zone. Da können sie wieder auf ihre Kinder achten, während die da unten rumplanschen. Haben wir hier. Aber solche Details. Dass man auf solche Details achtet, dass man einfach hier diese Äste senkrecht nach oben in den Boden platziert. Sieht echt krass aus. Hier kann man hier drüber balancieren. Guck mal, der hat sich sogar hier die Statuen in den Boden versenkt. Damit es danach aussieht. Okay, ich weiß es jetzt nicht, ob das darstellen soll, dass es hier tief ist. Oder allgemein, dass es abgesenkt darstellen soll. Oder einfach nur eine Bodenplatte. Ich meine, es ist eine Bodenplatte, klar. Aber, naja, ihr wisst, was ich meine. So, hier, dann können wir hier nochmal unter Wasser gucken. Oh, guck, dann wären wir von da nämlich gekommen. Alles klar. Ist zwar jetzt nicht hoch, aber hier auch richtig gute Details. Mit Blubberbläschen. Bestückt. Warum ist das Wasser so grün? Okay, jetzt hat er natürlich eingefärbt, aber wirkt realistischer oder passt eher zu der Umgebung. Und dann mal gucken, kommen wir hier noch irgendwo raus? Guck mal, die Kinder können hier einfach durchrennen. Okay, ich glaube, wir hier hoch. Und dann gucken wir mal. Ja, genau. Okay. Warum ist denn hier alles kaputt? Pennywise-Ballons. Hallo. Ah. Wir alle fliegen hier unten. Ja, ja. Cooles Easter Egg übrigens. Hier auch noch ein Ballon. Sehr, sehr cooles Easter Egg. Wir alle fliegen hier unten. Und hier kommen wir von der anderen Seite rein. Genau. Wunderschöne Schabracken. Innengehege. Also für die Tapire. Guck mal, wer weiß, wie viel Steine das sind. Dann sind es hier auch noch richtig viele Einzelteile. Wer weiß, wie viel Zeit der da rein investiert hat. Und die Wurzeln machen das auch noch ganz schön wett. Wunderschön. Also noch ein bisschen zu planschen, falls es draußen kalt wird. Oh, dann kommen wir hier wieder raus, okay. Und dann geht es hier wieder zu den Elefanten vermutlich rein. Genau. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir kurz in die Außenperspektive. So sieht es von oben aus. Wie gesagt, es ist nicht groß, aber wirklich sehr, sehr schön. Wir gucken uns erstmal das Logo an. Ich glaube, das sollen die Borneo-Inseln sein. Schätze ich mal. So wie das auf jeden Fall aussieht, mit Sicherheit. Das Gebäude gucken wir uns gleich von innen an. Ich bin erstmal hier drauf geschaut. Das sieht mega aus. Das sieht so richtig klasse aus. Also, das hier ist auf jeden Fall erstmal mein Favorit hier in dem Zoo. Echt wunderschön. Okay, von hier aus sieht man das grüne Wasser jetzt nicht so unbedingt. Wenn man näher rangeht, erkennt man es. Guck mal hier an, hier auch. Ganz viele einzelne Steine, krass. Genau sowas ist, was halt übelst Performance frisst. Also wenn man so zigtausende Einzelteile hat, die übrigens die Treppe auch noch wunderbar gestaltet nach unten. Boah.
Wenn man es halt durchgehend so macht, kann man irgendwann auch nicht mehr viel bauen, weil, naja, der Rechner damit irgendwann nicht mehr hinterherkommt. So, und dann könnt ihr hier in einer ruhigen Zone schlafen. Auch sehr schön eingebaut. Was soll das darstellen? Was sind das für Teile? 956 Teile, guckt euch das an. Was sollen das für Dinger sein? Ich bin jetzt gerade neugierig, ich will das wissen. Ach, das sind Schriftarten. Boah. Krass. Also die Mühe würde ich mir persönlich jetzt nie geben, aber das sieht wunderbar aus. Echt krass. Oh, diese Steinformation. Oh, die sehen so klasse aus. Vor allem, wenn man die in verschiedenen Farben platziert, wie hier. So viel aus. Also, ich will dir ja nicht sagen, dass der Erbau hier Langeweile hatte, aber der hatte mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß daran. Und dann geht es hier auf jeden Fall wieder rein. Und hier ist auf jeden Fall erstmal dicht. Ach, deswegen haben wir drin keine Tiere gesehen. Weil die hier nicht rein können. Also, der große Raum hier gibt irgendwie keinen Sinn, aber naja. Und dann sind wir ja hier, wo alle Tiere saßen. Hier haben wir auf jeden Fall ein großes Schlammbecken. Auch schön eingebaut aus. Gibt's da nach hinten, ey? Auf jeden Fall hier an den Abfluss und hier den Wasserzufuhr hat man auf jeden Fall gedacht. Und es kann auf jeden Fall rein. Das ist klasse. So, schön eingebautes Spielzeug. Und hier können die Elefanten auch nicht rein. Alles klar. Deswegen haben wir von innen keine Tiere gesehen. Okay, das lässt sich jetzt nicht verhindern, dass hier die Steine rausgucken. Es sei denn, er baut hier nochmal eine extra Wand rein, damit das verdeckt ist. Aber das sieht man in der Besucherperspektive ja nicht. Dann hier die Gräben. Und dann hat er hier auf jeden Fall zwei verschiedene Bereiche gebaut. Falls man hier die männlichen und weiblichen trennen muss oder je nachdem. Übrigens wunderschöne Farbe von dem Wasser. Hier ist natürlich keins und hier ist natürlich. Ich dachte gerade, hier ist offen. Okay, hier sind auf jeden Fall die Mitarbeitersachen. Also ich bin echt begeistert. Man könnte sogar sagen, es sieht sehr realistisch gehalten aus. Und einfach hier, guck mal, das finde ich auch richtig cool. Einfach so eine kleine Insel errichtet. Und dann oben einfach alles mit Pflanzen bewuchert. Das macht auch wieder so viel aus. Aber das muss ich mir definitiv merken bei diesen Mauern. Das macht so viel aus. Soll ich wahrscheinlich bei meinen nächsten Tropentieren wieder einsetzen. Genau wie hier das da, bei diesen Aquatic-DLC-Wasserfällen, diese ganzen Felsen dort hineinzusetzen. Hier ein wunderschöner Abfluss dazu. Wunderschön. Das Gebäude ist aus meiner Sicht ein bisschen zu groß. Aber naja. Boah. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr dazu steht, wie ihr das hier alles findet. Guck mal, selbst in diesem Gebäude hier alles eingebaut. Krass. Ist auf jeden Fall noch nicht so tief. Das ist nur bei den Orang-Utan hier mit den Netzen. Und er spielt für uns Musik. Naja, ein bisschen Übung braucht er noch. Aber na, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Wo war das? Ja, ich glaube hier das da, oder? Ja. Das lässt sich auf jeden Fall nicht verhindern. Hätte man das vielleicht ein bisschen weiter reinziehen müssen. Aber trotzdem. Auch eine coole Idee, wie das hier aussieht. Hallo? Ich glaube nicht, dass das hier so sein sollte, aber naja. Ich glaube nicht, dass das hier so sein sollte. Fliegende. Habt ihr das gerade gesehen? Also ich glaube, das sind keine Nasenaffen, das sind Fliegenaffen. Die fliegen ja durch die Gegend da auch hier. Ich glaube nicht, dass das hier so sein soll. Aber ich finde es irgendwie lustig. Mal gucken. Hier waren wir, haben wir auf jeden Fall gesehen, dann könnte ich hier rüber. Könnte auch ein Utans drin sein.
Das hat man von innen gar nicht gesehen hier oben. Krass. Deswegen haben wir hier unten keine gesehen, weil die alle hier oben rumlümmeln. Aber ich bin trotzdem gespannt, was eigentlich auf der anderen Seite ist. Da haben wir nämlich auch keine Tiere gesehen. Aber die könnte auch hin, guck. Wahnsinn, die könnte einfach durch. Okay, die Uran-Utans würden hier, glaube ich, nicht mehr durchpassen. Also können die auch die Nasenaffen rumlümmeln. Okay, krass. Also, ein Wahnsinnsgebiet. Ich will mal kurz eine anklicken. Ich will mal gucken, wo die sich alle mal rumtreiben können. Ja, guck dich das an. Die können sogar bis hier nach hinten. Und ich merke das nämlich gerade in dieser Perspektive. Ruckelt es richtig stark. Weil, guckt euch das an, was für eine Fläche die haben zum Hin- und Herlaufen. Krass. Den Spielplatz habe ich ja schon erwähnt von diesen Tieren. Wunderschön. Und dann haben wir noch diesen allgemeinen Spielplatz für die Menschen. Und hier auf jeden Fall Trampolins. Und ich habe ja gesagt, hier da hat einfach nur einen Weg platziert und die Besucher da drauf gesetzt, damit es wenigstens danach aussieht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine sinnvolle Lösung ist. Ich meine, du hast zwar Leute drauf, aber naja. Ob das sein musste, weiß ich nicht. Das ist Geschmackssache. Dann hatten wir halt immer noch die Staffoni-Gebiete. Aber die sind ja eher unwichtig für uns, aber trotzdem schön, dass er die wunderbar eingebaut hat. So. Und das lustige ist ja das Easter Egg mit Pennywise. Lustig. Aber das ist ja auf jeden Fall mein Lieblingsbereich hier in diesem Mini-Zoo. Aber wunderbar. Wer weiß, wie viel Zeit da hier rein investiert hat für die ganzen einzelnen Details. Guck mal, der hat hier sogar die Muster mit eingebaut. Krass. Wunderbar. Nicht viele Tiere, 4 Stück, aber trotzdem perfekt umgesetzt. Wahnsinn. So. Das war aber auf jeden Fall, in dieser Perspektive mal, der Island. Also nicht wundern, warum er hier anders heißt. Also im Workshop und hier heißt er so. So klingt es auch wunderbar. Hat er perfekt umgesetzt. So, aber jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt. Wie hat euch der Zoo gefallen? Lasst mir doch einfach mal ein Like da. Ansonsten schenkt dem Kanal doch ein Abo. Es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idien. Ciao.